Hi und herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Functional Basics. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast und falls du das erste Mal eingeschaltet hast, dann freue ich mich sehr, dass du meinen Podcast Functional Basics gefunden hast. Mein Name ist Carsten Wölfling, ich bin der Gründer von Functional Basics, deiner Basis für natürliche, eigenverantwortliche und artgerechte Gesundheit bei Performance und Happiness in deinem Leben. Heute in dieser Episode dreht es sich um dein Immunsystem. Und zwar, wie du deinen Immunexpress in den Gang bekommst. Und darüber spreche ich mit Christian College. Christian ist unter anderem studierter Physiotherapeut, er ist Coach für einen natürlichen Lebensstil, begeisterter Gruppentrainer, Autor und Blogger und Veranstalter der Paleo-Retreats. Wir haben uns damals auf einer größeren Paleo-Messe in Berlin kennengelernt und unsere Ansichten oder unsere Wellen liegen sehr dicht beieinander. Deshalb freue ich mich, dass er dir entsprechend Impressionen aus seinem Alltag gibt, wie er seinen Immunexpress in den Gang bekommt. Es geht also um dein Immunsystem. Wenn du mehr zu Christian, seiner Arbeit und Querverweisen von dieser Episode erfahren möchtest, dann schau bitte in die Videobox, aber auch in die Shownotes, weil da findest du noch mehr entsprechende Links, die dir Artikel, Videos und auch Audios zur Verfügung stellen. Du findest aber auch noch mehr auf meiner Homepage www.function-basics.de/Christian-College. Wenn dich das Thema Gesundheit, mehr Performance, mehr Happiness in deinem Leben interessiert, dann schau weiter in die Videobox und auf meiner Homepage www.function-basics.de, weil dort biete ich für dich einmal Online-Programme, Webinare und Kurse an, aber auch Coaching, um dein Potenzial, deine Gesundheit und Performance und am Ende auch deine Happiness im Leben entsprechend Fahrt zu bekommen, dass du dafür deine Basics, dein Fundament kreierst. Ich wünsche dir viel Spaß bei dieser tollen Episode. Bis gleich, dein Carsten. Herzlich willkommen bei dem Podcast von Functional Basics, deiner Basis für natürliche, artgerechte Gesundheit, mehr Lebensqualität, Happiness und Performance in deinem Leben. Gehe mit mir, Carsten Wölfling, Coach und Speaker, Gründer von Functional Basics und dem Health Meeting, dem Biotop für mehr Vitalität auf den Grund und schau mit über den Tellerrand der Gesundheit. Warum? Gesundheit ist für alle da. Herzlich willkommen wieder beim Podcast von Functional Basics. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich sitze heute mit Christian College zusammen. Grüße dich. Servus, guten Morgen, guten Tag. Guten Abend. Genau. Wo geht die Leitung gerade hin? Wo sitzt du gerade? Ich bin aus Hannover, genau, und sitze hier in meinem Wohnzimmer und ja, freue mich auf das Gespräch mit dir. Haben wir uns jetzt eine ganze Weile nicht gesehen, also unabhängig von der Situation, in der wir uns befinden. Und wir haben uns 2000, haben wir gerade im Vorgespräch festgestellt, 2017 war es, oder? Ja. Irgendwie 2016, müssen wir 2016, aber bei einer 2016, Paleo, 2017. Bei einer Paleo-Messe saßen wir auf einmal nebeneinander und dachten, ey, die kennen wir doch irgendwo her. Christian, ich habe dich im Intro schon mal ein bisschen vorgestellt. Unser Kernthema ist ja heute, wie du deinen Immunexpress in Gang bekommst. Steckt ein bisschen das Immunsystem mit drin. Und bevor wir auf dieses Thema eingehen, kannst du dich den Zuschauern und Zuhörern noch mal etwas detaillierter vorstellen? Also, wer bist du? Ort hast du schon verraten. Gab es Schlüsselmomente, die dich zu dem gemacht haben, was du aktuell tust? Ja, vielen Dank, Carsten, erstmal für die Möglichkeit oder auch für die Einladung hier für deinen supergeilen Podcast. Verfolge ich im Übrigen jetzt schon eine ganze Weile und ja, finde das richtig klasse. Ja, zu mir. Ich bin seit jetzt auch schon 7, 8 Jahren so auf dem Weg, sage ich jetzt mal, des praktizierenden Gesundheits Coaches oder eben
eigentlich, also klar, ein Mann der Praxis sozusagen, keinen wissenschaftlichen Background in dem Sinne. Ich bin halt von Hause aus Physiotherapeut, wie du es schon erwähnt hast, habe mich dann ja in meiner ersten Anstellung in einer größeren Praxis wiedergefunden, war super motiviert damals. Das war ja direkt nach dem Examen und 2008. Ja, habe dann erstmal angefangen zu arbeiten, ne, und bin dann aber relativ schnell an meine Grenzen gestoßen. Einmal in der eigentlichen Tätigkeit als Physiotherapeut und auch an persönliche Grenzen. Will heißen, ich hatte eben oder habe immer mehr gesehen, dass man so mit klassischer Physiotherapie oft die Probleme der Leute nicht löst. Das heißt, klassisch kommen die Leute mit einem Rezept, da steht dann irgendeine Diagnose drauf vom Arzt, Rückenschmerzen, ja, oder ähnliches, irgendeine Entzündung. Und dann therapiert man an diesem Bereich irgendwie rum, mit dem, was man so Schönes gelernt hat in der Ausbildung. Und das ist auch alles schön und gut. Aber bei vielen, vielen Menschen, ja, war das dann so, dass man vielleicht ein bisschen was reparieren konnte, ja, und die dann aber, sagen wir mal, nicht aus der Praxis rausgegangen sind, wie sie sich das vorgestellt haben. Also sie waren eben nicht komplett gesund, ja, was auch immer das jetzt erstmal heißen mag. Und da fing ich an, Fragen zu stellen. Ja, okay, was kann denn noch da reinspielen? Wieso heilen die Sehnen nicht ab? Ja, wieso geht der Schmerz nicht weg? Ja, und wurde der Blick dann größer. Bei mir persönlich war es so, dass ich zu der Zeit natürlich so mit Mitte, Ende 20 eigentlich im vollen Saft stand, habe aber eben zunehmend mit Pollenallergie Probleme gehabt. Das ist ja so seit Anfang der 20er bekannt, ne, dass ich da eben eine Allergie, einen Heuschnupfen entwickelt habe. Und der wurde eigentlich von Jahr zu Jahr schlimmer. Und nachdem ich dann eben ins aktive Arbeitsleben gegangen bin, kam dann immer noch mehr ein Energieproblem, ein Antriebsmangel sozusagen. Ja, wie kann das jetzt sein? Ich bin noch jetzt genau da, wo ich hin will. Und so kam dann eins zum anderen. Und da hatte mich dann irgendwann eine Kollegin mal angesprochen. Es kam so zum Thema eben und was man machen kann. Oder es war eben Thema in der Praxis und in der Pause und dann hatte sie einen Vorschlag gemacht, doch mal sich mit Ernährung auseinanderzusetzen im Hinblick auf die Pollenallergie. Ja, und so fing das bei mir dann an, ne, ist der Stein ins Rollen gekommen, kann man vielleicht sagen. Hab dann Sachen ausprobiert, hab dann irgendwann Milchprodukte zunächst mal weggelassen, hab mich dann mit dem Darm beschäftigt, hab dann irgendwann auch Getreideprodukte weggelassen. Ja, und es ging mir tatsächlich besser in vielerlei Hinsicht. Hatte wieder mehr Energie, ne? Der Heuschnupfen wurde weniger tatsächlich und ja, das hat dann auch mich natürlich bei der Arbeit wieder weitergebracht, sozusagen kam dann eins zum anderen. Ja, und dann bin ich irgendwann bei der Paleo-Ernährung gelandet, ne? Du hast es ja angesprochen, wir haben uns da auch auf der Paleo-Convention kennengelernt. Hat mich damals sehr stark fasziniert, das Thema, also was können wir von unseren Vorfahren lernen, welche Verhaltensweisen oder welche Denken oder Prinzipien des Lebensstils können vielleicht heute auch noch interessant sein für unsere Gesundheit, für uns Menschen im modernen Zeitalter. Ja, und da gab es dann für mich so viele Aha-Momente, ne, zu der Zeit. Weißt du noch, was so dein größter Aha-Moment war? Ja, der größte Aha-Moment war eben unter anderem, dass man eben wieder back to the roots eigentlich gehen muss, um sozusagen nach vorne zu kommen, also in der Sachen Gesundheit. Also sprich, man muss eigentlich wieder einfacher leben, einen Schritt zurück machen, um dann wieder gesundheitlich einen Schritt nach vorne zu machen, sozusagen. Ja, das hat mich damals eben total fasziniert. Ich war als Kind schon immer irgendwie mit Steinzeit und so, fand ich immer super, Dinosaurier und dann eben später in der Schule fand ich auch super spannend und Primaten und so weiter. Und irgendwie hat sich dann für mich so ein Bild gezeichnet. Und als ich dann die ersten Daten oder Studien dazu auch mir angeguckt habe, ich meine, ist ja nicht nur, weil man kein Wissenschaftler ist, heißt ja nicht, dass man nicht auch Studien lesen kann oder darf. Ne? War es dann so, dass mich das dann, dass das dann eigentlich bestätigt wurde, ne? Dass eben immer mehr Dinge dann zusammenkamen.
ja, wie gesagt, bei der Ernährung hat es für mich dann angefangen, Sinn zu machen, erst einmal. Ich weiß noch damals, war ja irgendwie immer so im Fitnesssektor auch aktiv natürlich, ne, immer auch als Trainer und nebenbei tätig gewesen. Und da war ja immer so das Thema mit Muskelaufbau auch interessant, ne? Und gerade ich so, ich bin jetzt einer, der baut nicht so schnell Muskeln auf, ne? Und hab dann natürlich immer geguckt und geschaut, dass ich meine Muskulatur halte. Und war dann zu der Zeit damals eben noch im Fitnessstudio sehr stark aktiv. Und da war es dann immer so der Thema, ja, du musst viel essen, du musst Milchprodukte zu dir nehmen, ne? Und Proteinpulver und so, kennst du ja auch alles. Vielleicht noch diese ganzen Geschichten. Und ja, das war eigentlich genau dann das Gegenteil von dem, was was mich letztlich ans Ziel geführt hat. Also ich hatte immer sehr, sehr stark zu kämpfen, wie gesagt, mit der Allergie, aber parallel eben auch wirklich Muskelmasse aufzubauen, zu halten. Ja, und ich habe dann einfach mal irgendwann gelesen oder erfahren, dass es auch anders geht, dass man eben auch seine Muskulatur erhalten kann, wenn man eben nicht den ganzen Tag futtert und Milchprodukte zu sich nimmt und irgendwelche Pulverchen. Und bin dann eben auf das Thema Intervallfasten gestoßen. Ja, das hast du ja auch schon hier behandelt. Und ja, das hat eben dann auch letztlich dann mich im Nachgang ja viel, viel weitergebracht, was das Thema ja Muskulatur angeht, auch mentale Fitness angeht, Leistungsfähigkeit. Und das war dann eben auch wieder was, was man so in diesem, in dieser Paleo-Welt sozusagen wiedergefunden hat. Ne? Also ja, wir leben ja heute eben in dieser zivilisierten Welt, in dieser Überflussgesellschaft. Und unser gesamter Stoffwechsel oder auch unser Immunsystem, über das wir ja heute auch noch sprechen, ist aber eigentlich eher an den Zustand gewöhnt, der sich eigentlich immer in so einem ja, Umfeld von Mangel, von Energiemangel eigentlich bewegt hat. Und ja, wenn man das so ein bisschen verstanden hat oder wenn man da so ein bisschen nachforscht, dann findet man eigentlich auch relativ schnell praktische Lösungsansätze, um A, fitter zu werden, leistungsfähiger wieder zu werden und eben aber auch gesünder, ne? Und ja, einen Immunexpress sozusagen in die richtige Richtung zu lenken. Bezüglich deiner Allergie, kannst du jetzt sagen, deine Allergie ist vorbei, weg? Ja, ich würde sagen, ich lebe mit der Allergie. Also ich habe Phasen, in denen ich immer noch symptomatisch bin. Kann das mittlerweile auch ja, fast schon vorhersagen oder auch, ich weiß eben, durch welche Dinge ich das sozusagen herbeischwören kann. Und vor allem retrospektiv ist das immer ganz interessant. Letztes Jahr zum Beispiel war es so, dass es relativ stark ausgeprägt war, wieder einmal, ne? Also hatte ich eigentlich Jahre vorher wirklich auch Ruhe gehabt. Und ich sage immer so 90%, 85%, ja, Besserung, ne? Das finde ich schon als, ist schon ein enormer Erfolg. Und letztes Jahr war es aber so, dass es eben wieder deutlicher wurde. Und so, klar, dann rückblickend war das halt eine Phase auch wieder in meinem Leben, wo eben, ja, eine Entscheidung anstand, ja, wo ich also mit mir haderte, wo ich auch wieder im Stress gelebt habe über eine längere Zeit, sozusagen mit mir nicht im Gleichgewicht war oder mit meiner Umwelt. Und ja, das ist immer wieder spannend sozusagen, dass man das dann auch selber wieder an sich erlebt. Ja, und da war man lernt eben immer wieder aufs Neue, ne, wie wichtig es ist, eben natürlichen Lifestyle zu pflegen und eben auch sich mit Themen wie Stress oder Stressmanagement zu beschäftigen und vielerlei mehr, was in diese Richtung geht. Also würde ich sagen, um deine Frage zu antworten, ja, ich lebe damit sehr, sehr gut heute. Ich kann ja, sagen, dass ich eigentlich davon nicht mehr, dass mein Leben davon nicht mehr beeinflusst wird, negativ. Also die Realität schaut ja aus, dass viele aufgrund dessen, weil die Kacke am Dampfen ist, Allergie, dann kommt noch eine Allergiepille dazu oder Physiotherapie, ich kenne es aus der Sporttherapie, die Leute kommen mit einem Rezept, sind, wenn sie nicht gerade vom Auto erwischt wurden oder vom Fahrrad gefallen sind oder umgeknickt sind beim Sport, meistens degeneriert, Rückenschmerzen, irgendwelche Frozen Shoulder Geschichten und Co., wo dann die Leute sagen, hey, mach mal weg. Und jetzt hätten wir dann quasi die Röntgenbrille auf oder die Wunderhände? Nein. Es geht letztendlich darum, dass wir neue Tools den Leuten zeigen, sie ausprobieren
Und im Coaching-Prozess schaut man dann, welche Ressourcen da noch verbuddelt sind und was da vielleicht im Weg steht. Lass uns doch mal bezüglich des Immunexpresses schauen, was du in der Praxis dafür getan hast und tust oder auch an deine Klienten weitergibst, sodass sie einen Immunexpress quasi in Gang bekommen. Da würde ich anfangen mit der Ernährung. Ernährung und Verdauung hängt ja so ein bisschen zahnt einander zusammen. Ja. Was tust du denn für deinen Immunexpress im Bereich Ernährung? Ja, also ich denke, Ernährung ist so das mit das spannendste Feld, zumal es eben, ja, wir leben in einem Umfeld, wo wir eigentlich auf alle möglichen Lebensmittel heute zugreifen können. Und wir haben ja kein, wie du schon sagst auch, wir haben ja eben kein Wissensproblem, ne? Also man kann überall Informationen einsammeln, ja, auf deiner Seite findet man zuhauf Informationen, ja, auf meiner Seite findet man Informationen oder auch ganz woanders. Die entscheidende Frage ist immer für mich, wie kommt man eben in die Praxis, ne? Das heißt, klar gibt es Themenbereiche, die man sich genauer anschauen muss, gerade im Bereich Ernährung, wenn wir über das Thema Allergien oder auch eben Immunsystem allgemein sprechen, dann muss man erstmal, glaube ich, verstehen oder so ein bisschen sich dann fragen, was ist denn eigentlich das Immunsystem und wie ist das sozusagen strukturiert? Weil dann ergibt sich sozusagen auch die Lösung, ne, wie kann man da jetzt drauf Einfluss nehmen? Speziell jetzt, was die Ernährung angeht, ist es ja heute so, dass die meisten Leute eben ja sich sehr hochkalorisch ernähren. Das heißt, in der Regel sind das dann viele, viele Kohlenhydrate mit besonders ungünstigen Fetten, das meistens in Kombination. Und auf der anderen Seite eben oft auch eiweißarm, beziehungsweise Eiweißquellen, die ja vielleicht eben auch nicht besonders gesund sind, ja, weil sie noch zusätzliche Dinge mitbringen, ja, verarbeitete Eiweißquellen, also speziell Fleischprodukte, aber jetzt ja auch immer mehr die veganen Alternativen, die ja auch hochverarbeitet sind, ja, wo eine ganze Menge an Zusatzstoffen drin ist. Und ja, gleichzeitig die Qualität der Lebensmittel ist eben viel, viel schlechter als zum Beispiel vor, ja, ich sage jetzt mal 20.000 Jahren. Ja, oder auch wenn man muss gar nicht so weit zurückgehen, ja, wenn man sich das anschaut, wie unsere Großeltern gelebt haben oder so, dann kann man uns ehrlich auch sagen, die Qualität war noch eine andere. Und mir ist es immer erstmal wichtig, sozusagen so ein bisschen für das Thema zu sensibilisieren, weil ich ganz oft eben höre auch von Kunden, ja, ich ernähre mich ja gesund. Ja. Das heißt, da ist erstmal so für mich die Frage, ja, was ist denn eine gesunde Ernährung per se? Oder was empfinden die Leute als gesund? Mhm. Und dann eben auch die Frage, okay, wenn stimmt das denn wirklich? Sind denn noch alle Nährstoffe sozusagen da drin, ne, von denen wir denken, dass sie drin sind? Ja, also wenn ich so einen Apfel in der Hand halte, ne, weiß ich eben erstmal ja nicht, was da an Nährstoffen drin ist. Ich sehe nur, der sieht vielleicht gut aus. Ne? Und wir wissen ja heute, dass die meisten Lebensmittel eben eher sozusagen auf Optik gezüchtet werden oder eben hergestellt werden, wie auch immer. Dass aber die Frage der Nährstoffe, dass die eigentlich gar nicht so im Vordergrund stehen. Ne? Also, was ich feststelle, ist, dass viele Leute eben sozusagen einen Nährstoffmangel mit sich bringen oder eben auf der Seite der Makronährstoffe dann eben in einem ungünstigen Verhältnis erstmal leben. Ja, und dann haben wir eben das Thema Energie, was dahinter steckt, also dass wir eben ja viel zu viel Energie eben aufnehmen und viel zu wenig Energie verbrauchen. Ne, das ist nach wie vor was man so stehen lassen kann. Das hat jetzt auch nicht immer nur was mit Übergewicht zu tun, sondern eben auch mit dem Immunstatus interessant, diese Feststellung. Und ja, die nötigen Mikronährstoffe fehlen, um das Immunsystem, ne, wir kennen alle Vitamin C als den sozusagen Antioxidant, als den ja, großen Regulator aus der Werbung oder vielleicht noch Zink, ja, aber es gibt eben auch noch ein paar andere, ja. Und das Thema Darmgesundheit, ne, das muss man natürlich an der Stelle auch noch nennen, denn der Darm sagt man ja immer so, ist so, ne, das Tor zum Körper ist so ein bisschen der Sitz des Immunsystems, das kann man heute eben auch belegen, ist nicht nur sozusagen esoterisch dahergesagt, sondern ja, da sitzen eben
viele Immunzellen direkt hinter dem Darm, in den Lymphgefäßen und in den Zwischenzellbereichen und so weiter. Und deswegen muss man sich auch um seinen Darm kümmern. Und da, ja, hast du ja auch schon einiges an Infos gebracht. Aber was machst du für deinen Darm? Ja, ich bin im Moment sehr auf dem Trichter Grünzeug. Ich habe so ein bisschen für mich erkannt, ich habe ja immer von modernen Jägern und Sammlern gesprochen. Jetzt habe ich das für mich so ein bisschen umgedreht. Moderner Sammler und Jäger sozusagen. Das heißt, ich habe da auch wieder dazu gelernt, habe so ein Shift gemacht, mehr Grünzeug, mehr Pflanzen jetzt, aber eben auch tierische Produkte, aber eben nicht mehr in dieser Menge. Und ich stelle fest, dass es meinem Darm noch besser bekommt. Bin jetzt gerade so auf dem Trip Wildkräuter ein bisschen und Bitterstoffe, mit dem ich mich sozusagen impfe. Und ich schaue einfach, dass ich diese immer wieder genannte Darmbarriere eben unterhalte. Ja, ich vergleiche das immer ganz gerne so mit so einem Schachbrett. Also unser Immunsystem ist eigentlich wie so eine kleine Armee. Ja? Und wenn du jetzt das Schachspiel dir anguckst, dann hast du eben im Prinzip vorne, also du hast deine gesamte Armee und du hast vorne die Bauern, ja, und dahinter hast du sozusagen die wichtigeren oder die scharfen Geschütze. Ne? Und das Problem bei uns heutzutage ist eigentlich, dass wir dass sozusagen der Läufer und der Springer und der Turm und dann irgendwann auch Dame sozusagen und König, dass die eigentlich permanent aktiv sein müssen, um Gefahren abzuwehren, ja, vermeintliche Stressoren irgendwie in den Griff zu bekommen. Und dass sozusagen vorne die Bauern, die das eigentlich so ein bisschen schon abhalten können, ja, die einfachen Abwehrsysteme, dass die leider eben nicht so gut ausgeprägt sind und da eben löchrig werden oder geschädigt werden. Und besonders im Darm ist dann die Schleimhaut, ne, oder in den Atemwegen. Und da schaue ich halt, dass ich eben diese Schleimhaut unterstütze mit bestimmten Nährstoffen. Und das mache ich zyklisch. Und rausgehen. Sonne ist jetzt gerade ein Riesenthema, ne? Vitamin D. Ja, das sind so meine Hauptdinge, die ich mache. Wir kommen ja vielleicht noch so auf ein paar andere Bereiche, aber so im Ernährungsbereich wäre das so dieser Film, dass ich da sozusagen schaue. Ich versuche so einen guten Mix zu finden aus, ich sag mal, einer pflanzlichen orientierten Ernährung mit drei bis vier Mal maximal tierischen Produkten pro Woche. Omega-3-Fettsäuren, also Fisch, habe ich eben da mit drin, Eier habe ich da mit drin und eben hochwertige Fleischerzeugnisse aus Biohaltung. Bezüglich, du hast ja gesagt, auch Eiweißzufuhr und eventuell nimmt der eine oder andere zu viel Kohlenhydrate zu sich. Das sehe ich halt auch häufig, auch in Verzehrsprotokollen, ob es jetzt im Seminaren ist oder im Coaching, dass viele, wenn man fragt, na, wo ist denn zum Beispiel Eiweiß drin? Na, in Eiern, weil es da im Wort drin steckt. Ja. Vielleicht fällt einem dann das Hühnchen ein. Aber dass sehr viele Menschen zu wenig Eiweiß konsumieren. In Relation dann vielleicht noch zu wenig Fett, weil irgendjemand mal der Meinung war, okay, Fette sind ganz, ganz böse. Also schiebt man dann sein Bircher Müsli nach oben. Und was ja auch okay ist. Du kannst ja auch meinetwegen 60% Kohlenhydrate verzehren. Wenn du im energetischen Bereich bleibst, sollte das erstmal kein Problem werden, weil das habe ich damals in der Paleo-Szene, ich glaube in dem Vortrag damals, wie teuer ist die Paleo-Ernährung aus der Sicht der Orthomolekularmedizin, habe ich bei ganz vielen Rezeptbüchern, die so anfangs rauskamen, das halt bemängelt. Okay, ist das genügend Eiweiß? Komme ich auf ein 0,7 bis 1 Gramm Fett pro Kilogramm Körpergewicht oder ist das irgendwas zusammengeklautes? Hauptsache, nein, geklaut ist es nicht, aber Hauptsache, es ist glutenfrei, milchfrei, zuckerfrei und hülsenfruchtfrei. Bei Hülsenfrüchte, verzehrst du Hülsenfrüchte? Ja, verzehr ich wieder. Du hast es gerade angesprochen, in der Paleo-Szene ja eben immer noch so No-Go oder eben auch immer kritisch hinterfragt, hat ja auch seine Berechtigung. Aber das war auch so was sich so bei mir so wieder etabliert hat.
da hat mir letztlich das Argument nicht ausgereicht, ne, dass sozusagen Hülsenfrüchte jetzt eben den Darm sehr stressen oder das Immunsystem dann eben auch wieder aktivieren. Ich glaube, es ist ja, man muss ja immer den großen ganzen Blick sehen. Und einerseits, wenn man die Hülsenfrüchte vernünftig verarbeitet, dann kann man die gut integrieren. Also ich bin eben auch immer mehr davon weg, dass ich mich sozusagen als Paleo-Laner, sag ich jetzt mal, sehe, ja, sondern ich betrachte das eben mittlerweile eben doch wieder auch differenzierter. Und das auch bin ich auch froh drüber mittlerweile, ne? Dass ich mich da so ein bisschen lösen konnte jetzt auch von, denke, ein Körper, der im Gleichgewicht steht, ja, der kann eben damit umgehen, auch mit dieser Lektinbelastung, die dann da ja eben auch eine Rolle spielt. Lektine können ja auch sogar helfen, ne, gegen zum Beispiel Viren oder ähnliche Angriffe im Darm direkt. Das heißt, da weiß man einfach auch noch viel zu wenig, um jetzt kategorisch zu sagen, hey, man muss die vielleicht komplett rausschmeißen. Es gibt natürlich immer Ausnahmen. Manche Menschen reagieren eben sehr sensibel, ne? Ja. Und andere eben weniger sensibel. Also vielleicht für die Paleoaner, die zuschauen, falls ihr mal Hülsenfrüchte esst und danach bläht ihr und das Umfeld hält sich die Nase zu. Ihr seid adaptionsfähig. Ja? Lasst eurem Darm auch mal eine Chance. Manche, wie du gerade sagst, reagieren darauf empfindlich, wenn sie das wieder einführen oder das in irgendeiner Form konsumieren, wo es halt nicht so gut zugänglich ist für den Körper. Gewöhnt euer Umfeld dran, gewöhnt selber euch dran und dann, wir sind ja adaptionsfähig und flexibel. Also wenn wir was konnten, dann verschiedene Nährstoffe bzw. Lebensmittel verstoffwechseln. Also da habe ich mir inzwischen, klatsche ich mir echt gegen die Stirn, wo ich sage, wie kann man denn ein Lebensmittel als gut und schlecht deklarieren? Ja. Ja, aber das ist ein Thema für sich. Ja, finde ich cool, dass du das so, dass du das in so ein Licht drückst, ne? Dass Adaptationsfähigkeit, Anpassung, du sagst es ja, ne? Das ist, da sind wir ja die Weltmeister eigentlich drin, ne? Ja. Also auch wenn du jetzt Soja isst und da kriegst du von einem flotten Heinrich, also Durchfall. Okay, dann kann ich mir überlegen, was habe ich denn dazu gegessen? Ah, okay, ich habe vielleicht noch eine Flasche Wein dazu getrunken oder eine ganze Stange Baguette. Was ist denn, wenn ich das einzeln esse? Dann kann ich ein bisschen auf meinen Körper mal schauen, über die Menge, die Dosis. Und jetzt kommen wir auf die anderen Faktoren noch zu sprechen, was noch mit unserem Immunsystem, unserer Gesundheit zu tun hat. Verdauung und Ernährung, machen wir mal einen kleinen Haken dran. Wie schaut es denn aus mit der Bewegung? Dass die Leute fetter werden und immer weiblicher aufgrund ihres Ranzens, den sie durch die Gegend tragen. Ja. Was hat denn Bewegung mit unserem Immunsystem zu tun? Ja, das ist ja so auch so eben eine Frage, die glaube ich ja mittlerweile gut geklärt ist, dass man annimmt oder dass man eigentlich weiß, dass ja, eine moderate, ne, Bewegung oder moderates Training vielmehr, dass das eben ja unser Immunsystem stärkt, wie man immer so hört und sagt, ne? Und das ist, glaube ich, mehrfach bewiesen, ne, dass einfach da der Körper sozusagen einfach resistenter wird gegen bestimmte Angriffe. Ja, das kann man jetzt ja auch wieder in vielerlei Hinsicht darstellen oder sich dann eben annähern. Ich glaube, dass eben diese Wechselbeziehung zwischen zum Beispiel Bewegung und Ernährung, ne, wenn man das sozusagen kombiniert, dass das eben eine sehr clevere Strategie ist, um den Energiehaushalt zu fördern und damit eben auch das Immunsystem wiederum zu unterstützen oder weil das eben immer so war, dass eigentlich, oder lange, lange so war, dass ja Bewegung eigentlich immer zum Beispiel einer Nahrungsaufnahme vorweg stand. Ne? Also das gab es ja früher nicht, dass man eben sich nicht bewegt hat und ohne zu essen. Und daran hat sich eben das gesamte System adaptiert. Ne? Und wenn man das jetzt eben heute beobachtet, dann ist eben genau das Gegenteil der Fall. Die Menschen sitzen den ganzen Tag. Ich habe da meine Bachelorarbeit drüber geschrieben. Da stellt man dann erschreckend fest, dass eben 12 Stunden teilweise am Tag gesessen wird. Ne? Also ich habe das selber erlebt in der Uni damals, dass von jetzt auf gleich nur noch Sitzen angesagt war. Ne? Also Anreise, Vorlesungssaal,
Abreise, dann zu Hause nochmal an den Schreibtisch. Ne? Und das ja, ist ein Riesenthema. Ne? Also das schleicht sich ja bei vielen immer mehr so ein, ne? Im Berufsleben, stelle ich halt fest. Und gleichzeitig eben, ja, werden die Leute, du sagst es, immer übergewichtiger, natürlich, ja, und werden aber auch immer unfitter und damit auch irgendwo auch anfälliger. Ne? Also ich glaube, man muss einfach auch verstehen, dass die Muskulatur ein Riesenorgan ist, was eben nicht nur für Bewegung da ist, sondern eben auch ganz, ganz klar an Prozessen beteiligt, die hormonell, ne, oder eben immunologisch wichtig sind. Also der Muskel schüttet auch bestimmte Stoffe aus, die sozusagen helfen können, das Immunsystem richtig einzustellen. Ja. Und das Immunsystem vor allem auch mal zu beruhigen, ja, dass sozusagen mal das Immunsystem auf Pause gestellt werden kann. Ja, weil wir haben ja heute oft das Problem, oder eher das Problem, dass das Immunsystem eigentlich überaktiv ist, ne? Dass das sozusagen, man sagt ja immer, es muss gestärkt werden, es muss gefördert werden. Nee, es muss eigentlich richtig reguliert werden, ne? Und es ist nämlich so, dass es eigentlich permanent irgendwie gefordert ist durch unseren neuen Lebensstil. Und da diese Beruhigung, da kann Bewegung auch eben eine entscheidende Rolle spielen, ne? Mhm. Daher ist es eben so, dass ja, Bewegung eigentlich ganz, ganz wichtig ist. Und ja, mit Blick auf, wie man das dann bei den Kunden dann sieht, dann ist ja immer so dieses Thema, ja, okay, wo soll ich jetzt anfangen? Ne? Wie soll ich jetzt anfangen? Und viele tun sich wirklich sehr, sehr schwer, stelle ich fest, überhaupt wieder in Bewegung zu kommen, wenn sie so einen gewissen Punkt überschritten haben. Ne? Und nicht, wie du das erlebst. Ja, da ist, glaube ich, dann einfach zu, auch erstmal zu hinzugucken, okay, wie kann ich diese Ressource im Alltag nutzen? Also was kann ich den Leuten mit an die Hand geben, dass sie sozusagen gar nicht jetzt sich irgendwo neu anmelden müssen, weil das ja auch wieder so eine Überwindung erstmal ist, ja, und oh, neu und wer weiß, was da für Leute sind, sondern erstmal zu sagen, okay, was habe ich denn im Alltag für Möglichkeiten? Ne? Kann was sagst du da sein? Den Leuten? Also was können sie im Alltag tun, dass sie wieder in die Bewegung kommen? Weil so die Klassiker, ja, lass mal den Fahrstuhl links liegen, steig aufs Radl, steig eine Bushaltestelle eher aus oder lauf einen Bus hinterher. Das sind ja so die Klassiker, die habe ich als Therapeut den Leuten auch immer entgegengebracht. Ja. Wie baust du denn mehr Bewegung in deinen Alltag ein? Auch gerade vielleicht in der aktuellen Situation, wo Fitnessstudios, Spielplätze und Co. geschlossen sind. Ja, ich schaue, dass ich eben ganz einfach, ne, man sollte, glaube ich, einfach schauen, dass man sich auf seinen, ja, auf, hinstellt und einfach schaut, dass man ja, zum Beispiel eben weniger sitzt, ganz allgemein erstmal gesagt. Ne, das ist, glaube ich, relativ einfach, ja, bei vielen Dingen einfach nicht hinsetzen, sondern vielleicht mal im Stehen telefonieren, so wie du es jetzt ja auch machst. Ne? Das ist, glaube ich, schon mal eine sehr, sehr einfache Lösung. Ja, Schrittzähler empfehle ich immer noch gerne, so diese Apps auch, die es da gibt, weil da kann die Leute wirklich erstmal was messen, ne, und haben dann auch sofort ein Erfolgserlebnis. Ja, und man vielleicht auch wirklich jetzt, was ja immer mehr kommt, dieses HIIT oder eben HIIT-Workout, also sprich kurze, intensive Einheiten in irgendeiner Form, angepasst ans Leistungsniveau, mit dem man sozusagen dann gleich zu Hause loslegen kann. Also es kann ja ein Video sein, was man sich anschaut, dann parallel, ne, auf dem Handy oder ja, da gibt es mittlerweile so, so viele Möglichkeiten, das zu nutzen. Ne? Ja, am Ende des Tages entscheidend immer, dass die Leute irgendwie dann das machen. Und dann frage ich halt auch gern mal nach, okay, was hast du denn früher gern gemacht? Oder welche Sportarten vielleicht? Oder was fasziniert dich? Wolltest du schon immer mal machen? Ja, und dann, wenn dann jemand sagt, ja, Trampolinspringen zum Beispiel, ja, traut sich das aber nicht aufgrund seiner Situation oder ja, ist einfach bisher nicht der Fall. Und dann ja, sollte man vielleicht auch nicht gleich in die Trampolinhalle rennen, sondern kann man vielleicht erstmal sagen, okay, kauf dir doch ein kleines Trampolin für zu Hause oder so, ja, und fang da mal an, so ein bisschen drauf rumzuhüpfen, ohne dass dich gleich wer sieht, ja, und baue das dann aus, ne? Also es ist immer der Weg der kleinen Schritte, das ist, ne, ist so, und da würde ich einfach gucken, dass man, ja, dann wirklich auch guckt, wo steht derjenige und was ist jetzt sozusagen was könnte ein Anreiz bedeuten, ne? Also
wenn jetzt jemand, man hört immer Schwimmen, Fahrradfahren, Joggen, ja, aber viele Leute haben da auch gar keinen Bock drauf, so, ne? Das kann man, finde ich, so als Grundbewegung sehen, ne? Das macht man, das sollte man sowieso tun. Von A nach B mit dem Fahrrad fahren, ja, oder auch zu Fuß gehen. Ich bin ja so ein leidenschaftlicher Zu-Fuß-Geher. Aber eben das, ja, kurze, knackige Workouts. Also man muss nicht immer gleich eine Stunde trainieren, um einen Effekt zu haben. Ich glaube, das ist nochmal so eine wichtige Sache. Ja, vielleicht zu überlegen auch, okay, was für ein Ziel habe ich? Habe ich vielleicht ein körperliches Ziel? Ja, man kann auf eine Bühne hin trainieren, man kann aber auch einfach sagen, okay, ich möchte fitter sein. Aber was beinhaltet das? Möchte ich 10.000 Schritte in einer bestimmten Zeit laufen? Möchte ich überhaupt erstmal 10.000 Schritte laufen? Möchte ich vielleicht meinen Enkel vom Baum heben können, ohne dass mir die Schulter wehtut? Dass auch hier Bewegung, ich nenne es mal, ja, zielgesteuert einzubauen. Weil wir kennen ja letztendlich die Realität in der Behandlung oder in der Therapie. Seit wann tut denn Ihre Schulter weh? Da hatte ich mal ein Beispiel, eine jüngere Frau, Frozen Shoulder. Ja, ich dachte immer, die spielt Volleyball. Ja, die hat die Maus von A nach B geschoben auf den Schreibtisch. Und wahrscheinlich hat dann der Schreibtisch gemeint, nee, darauf habe ich keinen Bock mehr. Und dann wurde die Schulter immer steifer. Nur dieses klassische Use it or lose it. Benutzt deinen Körper, ja, was er angelegt ist, oder weg damit. Und Sitzen ist ein leidiges Thema. Oh ja. Total. Also das finde ich genau so. Also ich habe mal in meinem einen Buch, was ich geschrieben habe, habe ich halt mal recherchiert, wann das so anfing mit dem Stuhl, ne? Wann sozusagen, wann Menschen angefangen haben, eigentlich viel zu sitzen. Ne? Das war ja, früher war das ja so den Adligen vorbehalten, also der König saß, ne? Und alle anderen, selbst die Edelleute oder so, die standen drumrum. Ja? Und Sitzen war sozusagen den Herrschern vorbehalten. Ne? Und die meisten hatten dann vielleicht noch zu Hause irgendwie so einen Schemel oder so. Ne? Oder man saß halt auf dem Boden, ne? was ja im Übrigen auch viel, viel gesünder ist für den Bewegungsapparat. Das finde ich auch zum Beispiel eine super Sache, um in Bewegung zu kommen, ist, sich einfach auf den Boden zu setzen. Weil du wirst automatisch immer wieder deine Position ändern, weil es einfach unbequem wird. Ne? Und das wiederum ist natürlich gesund für den Rücken, für die Gelenke, ja, für deine Tiefensensibilität, sozusagen, für dein Körperbild. Und das wiederum hat auch wieder einen Effekt auf deine Gesundheit. Was ich sagen wollte, ist, das ist ja noch gar nicht so alt, dass wir auf Stühlen sitzen. Das ist im 18. Jahrhundert, da gab es den Tonet, das war so ein deutscher Erfinder, oder der hat dann irgendwann mal diesen Kaffeestuhl gebaut. Ja, den sieht man heute immer noch. Ja, ist ein schicker Stuhl, muss man so sehen, aber das war sozusagen der erste Stuhl, der sozusagen in Serie gegangen ist. Und von da an kann man eigentlich wunderbar sehen, dass sozusagen die Leute immer mehr gesessen haben und immer mehr eben, ne, dass eben bestimmte Zivilisationsprobleme immer mehr wurden. Ne? Und genau wie du sagst, also dann muss man eben schauen, da muss man die Verhältnisse ändern, dann muss man so einen Stuhl halt vielleicht einfach mal verbannen, ne, aus dem einen oder anderen Raum. Und dann wird einem schon was einfallen, ne, sozusagen. Mhm. Ja, man muss im Außen auch was verändern. Ne? Man kann jetzt nicht nur anfangen, sozusagen seinen Willen zu stärken oder sozusagen sein Verhalten in den Fokus setzen. Man muss auch im Außen was ändern, damit das sozusagen funktioniert. Und das, glaube ich, haben auch viele nicht so auf dem Schirm. Ne? Die nehmen sich dann was vor, sei es Ernährungsumstellung oder Bewegungsförderung, und dann verändern sie aber gar nicht ihr Kaufverhalten erst einmal, oder es ist alles noch da im Kühlschrank, ne, und jetzt soll man das nicht mehr essen und so, sowas, ja, oder man beschäftigt sich gar nicht mit Alternativen. Genauso, ja, Mobiliar bleibt komplett gleich, man ändert nichts an den Arbeitszeiten, sodass man sich vielleicht Zeit nimmt für Bewegung und. Also sprich, man muss an vielen Schräubchen dann auch schauen, dass man die Lebenswelt so ein bisschen mit hinbekommt dafür. Ne? Sonst wird es, glaube ich, ganz, ganz schwierig auf lange Sicht. Ne? Ja, also dieses Umfeld verändern, das habe ich damals im Sporttherapeutischen auch immer gesagt. Haut die Stühle, klar, man übertreibt dann auch gern mal und sagt, hey, hau die Stühle raus, klopft die Couch aus dem Wohnzimmer und sitzt auf dem Boden. Wir haben tatsächlich bloß eine Palette
als Couch. Wir haben einen Stuhl in der Wohnung, falls die Verwandtschaft kommt und meint, okay, die Couch ist ganz schön niedrig, da werde ich wahrscheinlich nie wieder hochkommen, außer Sohnemann hilft. Aber ja, gestaltet euch euer Umfeld so erlebnisreich wie möglich. Ich hatte in einer vorigen Wohnung hatten wir das Glück, da konnten wir springen und hüpfen. Also da konnte ich Medizinball auf den Boden knallen im Dachgeschoss. Das hat kein Mensch interessiert. Also auch gar nicht gehört. Mhm. Und da hatten wir Koordinationsleiter, also quasi wie Himmel und Hölle auf den Boden gemalt. Und immer wenn wir in die Küche gegangen sind, mussten wir springen. Ja. Das hat sich so dann eingebürgert. Wenn ich jetzt springe, dann fällt mir die Tasse aus dem Schrank. Ja. Deshalb schaut auch, was möglich ist. Aber eine Klimmzugstange, wie viel kannst du da, du kannst dich an einer Tür hochziehen oder ranhängen, rumbaumeln. Es gibt so viele Möglichkeiten für zu Hause. Ja. Stühle raus. Kleine Übung vielleicht für die, die zuschauen. Kurz auf Pause drücken und geht mal auf den Boden, also legt euch hin, aber ohne, dass ihr die Hände nutzt. Naja, sehr geil. Und dann steht wieder auf. Kann das ja mal sein, dass vielleicht jemand was in der Hand hat oder ich hoffe es nicht, irgendwo geknebelt ist, aber einfach mal hinlegen ohne Händeeinsatz und wieder aufstehen ohne Händeeinsatz. Da siehst du, wie fit du bist und wie beweglich du noch bist. Mega, mega Übung. Also ja, finde ich genauso wie du. Ich bin da, du bist da, glaube ich, noch ein bisschen mehr unterwegs, ich habe da halt, also man muss sich dann immer arrangieren, ja auch mit seiner Partnerin oder so, denn gehe da auch Kompromisse halt ein. Das muss man ja auch sagen, es muss ja auch irgendwie passen dann für einen selber. Aber ich glaube, wenn man das so im Hinterkopf hat, ne, dann, also mir macht es zum Beispiel Spaß, dann einfach mal so diese Flexibilität auch, ne, zu haben. So, ich mache mir das auch bewusst. Ja, das heißt, in dem Moment, wenn ich mich auf den Boden setze, sage ich mir dann auch innerlich so ein bisschen, oh, okay, du sitzt jetzt auf dem Boden. Also dieses auch so direkt dann belohnen und damit auch verstärken. Ja, das ist ein ganz wichtiges Thema, weil dadurch festigst du auch wieder Verhaltensweisen. Ja, wenn du jetzt dich einfach auf den Boden hinsetzt und dir tut alles weh und du sagst, oh Mensch, ne, dann bewertest du das gleich negativ und dann wirst du das in der Regel auch nicht wiederholen. Ja, das heißt, nicht gleich überfordern. Wenn du jetzt alle Stühle rausschmeißt, dann wirst du wahrscheinlich Probleme kriegen. Dann hast du vielleicht Wasser in den Beinen, wenn du schon ein bisschen älter bist. Oder ja, kriegst irgendwie Schmerzen im Rücken. Ja. Aber dann machst du einen Handstand. Genau. Nein. Ja, nee, aber Gottes vielleicht will. Mal den einen oder anderen Stuhl ersetzen durch einen Petsi-Ball. Oder eben, es gibt mittlerweile so cooles Mobiliar, was auch dynamisch Sitzen fördert und. Ich kenne auch jemanden, der ist da auch so unterwegs wie du. Der macht auch richtig coole so Sachen in diesem Kontext. Der hat auch überall Seile hängen in seiner Wohnung, ne? Und solche Sachen. Und der klettert da auch richtig rum, ne? Also das ist so, finde ich total genial im Grunde, dieses Thema. Ich mache das zum Beispiel gern, dass wenn ich gehe halt viel auch im Wald so. Ich habe hier gleich so einen Stadtwald in die Ecke, dass ich dann einfach mal so mich auf so einen Ast setze, mich dann daran hänge, ja, so ein bisschen so auch so primitivere Bewegungsformen einfach mache. Und das kann man dann wunderbar kombinieren. Ja, und dann brauchst du im Prinzip auch kein Fitnessstudio. Ne? Das ist das Spannende. Ja. Wenn wir die Bewegung verlassen, welchen Einfluss hat denn für dich aus Erfahrung noch einen großen Benefit auf den Immunexpress? Ja, also auf jeden Fall das Thema, was wir, glaube ich, jetzt noch nicht so beleuchtet haben, ist halt das Thema Regeneration oder eben Entspannung. Ganz, ganz wichtig. Gerade wenn man älter wird, ist auch meine persönliche Erfahrung. Also ich war nicht so vor 10 Jahren, also ich bin jetzt 38, vor 10 Jahren habe ich ja noch gedacht, ich bin irgendwie Superman oder so, ja, so ein Superheld, der nie kaputt geht, der irgendwie gar keine Pause braucht, so nach dem Motto. Und das ist auch eine ganze Zeit so, wenn man, ich sag mal, gesund ist, ja, wenn man sozusagen jung ist, dann braucht man eigentlich noch nicht so viel Erholung in der Regel. Aber mit zunehmendem Alter merkst du einfach, dein Körper braucht immer mehr Regeneration. Und wir jetzt, wenn man sich sozusagen so die Daten dazu ja auch anschaut,
dann sieht man eben auch, wie wichtig ist Schlaf. Ja, da hast du ja auch eine ganz starke Expertise für das Immunsystem unter anderem. Ja, also man weiß heute, dass wenn man nicht ausreichend schläft, ne, dass das direkt damit zusammenhängt, dass es sogar so weit geht, dass man geht sogar so weit, dass das eben auf die Lebenserwartung also eine Rolle spielt. Ja, das klar, Leistungsfähigkeit ist daran gekoppelt. Also letztlich auch wieder der Energiehaushalt. Ne? Und ja, die Frage ist immer, also für mich immer so, ja, wenn wir sagen, wir wollen leistungsfähig sein, das wollen wir ja alle, ne? Dann brauchen wir sozusagen eine gewisse Balance, ein gewisses Gleichgewicht und wir brauchen vor allem ein flexibles Leichtgewicht. Also wenn man jetzt sich jetzt eine Säule, ne, ist zum Beispiel eben das Bild, was ich da nicht so gut finde. Ich vergleiche das auch ganz gern mit der Wirbelsäule, weil da wird auch heute immer noch von der Wirbelsäule gesprochen, finde ich aber auch nicht passend, denn klar, eine Säule ist stark und stabil, aber die ist eben auch nicht flexibel. Ja, und wir Menschen, wir sind eigentlich, wir müssen eben auch stark sein, aber wir müssen eben auch flexibel sein, will heißen, wir müssen adaptiv sein, also situationsgerecht reagieren. Ja. Mhm. Wenn ich jetzt einen Infekt bekomme oder ein Virus bekomme, dann macht es durchaus Sinn, dass mein Körper eben sagt, jetzt leg dich hin, jetzt sei mal mies drauf, jetzt hab mal keinen Hunger. Ja, das heißt, schalte mal alles in Richtung Immunsystem. Ne. Energiefluss nur Richtung Immunsystem sozusagen, um schnellstmöglich wieder fit zu werden. Ja, in dem Moment macht es jetzt keinen Sinn, Sport zu machen. In dem Moment macht es jetzt keinen Sinn, viel zu essen. In dem Moment macht es einfach nur Sinn, sich zu regenerieren und das voll und ganz. Ja. In einer anderen Situation, wenn ich jetzt Gefahr laufe, dass ich sozusagen gleich umgefahren werde oder eben in irgendeiner anderen akuten Gefahr bin, dann oder angegriffen werde, dann brauche ich meine Muskulatur, ne? Dann muss ich kämpfen oder fliehen. Ja? Mhm. Und wieder in einer anderen Zone, wenn nämlich diese beiden Zustände vorbei sind, ja, dann muss ich anfangen zu essen sozusagen, dann muss ich wieder Energie aufnehmen. Ja? Aber wir machen halt heute den Fehler, dass wir das eben nicht selektiv machen oder wir machen das sozusagen zu, ja, wir machen das immer auch oft zum falschen Zeitpunkt. Ja, und wenn man das Thema Schlafen jetzt nimmt zum Beispiel, dann glaube ich, würden wir gut daran tun, wenn wir alle einfach wieder lernen, sozusagen den Schlaf wirklich zu zelebrieren. Also sprich, das als ja, Ritual auch zu verstehen und nicht als notwendiges Übel sozusagen oder als, ja, muss man halt. Ne? Mhm. Das ist sowas, woran ich mich jetzt gerade versuche oder auch schon länger, ne, wo ich eben eine bestimmte Schlafhygiene betreibe. Und was jetzt ja auch immer mehr auf dem Schirm kommt, ist das Thema so, ja, Meditation, ne, was auch so ein bisschen mit Spiritualität vielleicht dann zusammenhängt. Also sprich, wie kann man seinen Körperzustand verändern über einfach mal nichts tun, ja. Das hat auch wieder Auswirkungen direkt auf unseren Körper. Und da habe ich halt lange sozusagen gedacht, ich brauche das nicht, ja, um da zum Ende zu kommen jetzt. Bin jetzt aber immer mehr dabei, das zu praktizieren und auch mit Leuten zusammen das zu üben und zu machen. Und stelle fest, das tut mir halt unheimlich gut, ne? Und macht mich, glaube ich, auch widerstandsfähiger. Und da, weil ich hatte ja eingangs mit dem Heuschnupfen letztes Jahr, ne? Stress und Scheiße gegessen und viel nachgedacht abends und nachts, schlecht zur Ruhe gekommen und so. Und jetzt habe ich das Spiel, den Spieß wieder so ein bisschen umgedreht, ne, ein bisschen den Kurs wieder verlassen. Und es geht mir viel besser, jetzt auch mit dem Heuschnupfen dieses Jahr, ne? Und immer wieder spannend. Du hast da ja auch. Aber was sind so deine drei ja. Punkte, die du für deinen Schlaf umsetzt, um besser zu schlafen? Ja, also das eine ist für mich ab einer gewissen Uhrzeit kein Handy und kein PC-Konsum mehr, sozusagen. Mhm. Also blaue Lichtquellen rausschmeißen. Bin da immer noch nicht da, wo ich hin will, aber ich arbeite mich langsam an die Grenze ran. Will heißen, ich bin dabei, dass jetzt eben immer früher komplett wegzulegen, auszuschalten und mich dann gar nicht mehr, sozusagen das gar nicht mehr möglich zu machen. Bin jetzt so bei einem Zeitfenster von circa 20 Uhr, 20.30 Uhr,
je nachdem manchmal plus minus, ne? Weiß nicht, wie du das hältst, aber könnte mir vorstellen, dass du da auch noch ein bisschen strenger bist, ne? Einfach aufgrund der Kurve. Tatsächlich nicht. Also was ich mache, ist halt alles, was Blaulicht ist, rausfiltern, Blaulichtbrille auf, sobald die Sonne untergegangen ist. Ja. Aber es kommt schon mal vor, dass wir am Abend dann noch einen Film gemeinsam schauen oder eine Doku genießen. Das ist dann der Kompromiss, den du vielleicht auch sagst, okay. Aber ich versuche das auf zweimal die Woche zu begrenzen, dass wir am Abend länger in den Laptop schauen. Also Fernseher, ich weiß nicht, ob ihr einen Fernseher habt. Ich habe noch nie einen Fernseher besessen. Mhm. Weil wenn man die Leute fragt, na, habt ihr einen Fernseher im Schlafzimmer? Nee, das ist ja der Liebestöter. Und wer geht mit Laptop ins Bett? Das ist natürlich dann auch ein kleiner Fernseher oder Smartphone und Co. Ja. Aber der größte Punkt, den ich etabliert habe, ist wirklich alles am künstliches Licht rausfiltern, was geht. Also abends sieht es ja aus wie Rotlichtviertel. Ja, wow. Ja, cool. Also das, es ist auch ein extremer Faktor, glaube ich, ne? Also bist du mir wahrscheinlich zu 100% zustimmen, dass der Blaulichtkonsum sozusagen deutlich über dem liegt, was eigentlich gut wäre und vor allem auch der Zeitpunkt, ne? Also morgens wäre es okay, ne, sozusagen, aber abends macht es eben einen deutlichen Unterschied ja auf unser Schlafhormon. Das ist das, was ich eben, wo ich mich dran übe sozusagen, wo ich genauso wie du sagst, auch bewusst eben dann mal sage, nee, jetzt nicht, ja, und das versuche ich eben auch wieder in Einklang zu bringen. Das andere ist, dunkle Schokolade ist sowas, was ich immer noch gerne esse, immer mal wieder, und das kommt mir also auch gut in dem Zusammenhang. Das ist so eine kleine Serotoninspritze, wie auch immer, so ein kleiner Gap am Abend. Habe ich festgestellt, tut mir richtig gut, ne? Einfach um nochmal runterzufahren und jetzt halt, und auch Kräutertee, ne? Also dass man eben bestimmte Kräuter, also Salbei zum Beispiel, ne? Melisse, also oder auch zu die klassischen Fenchel oder so Anistee, also das ist auch was einen dann auch direkt in so einen Entspannungsmodus überführt. Mhm. Ja, und das sind so im Moment so die Sachen, die ich, was den Schlaf angeht, primär mir anschaue, und halt klar, dass ich eben entsprechend auch dann auf meine, ich sag mal so, bei mir sind es meistens so 7,5 Stunden, die ich dann halt schlafe, dass ich die auch wirklich bekomme. Wahrscheinlich, wenn auch ins Bett gehen. Die Schlafmenge auch entsprechend. Ja. Genau. Was bist du für ein Schlaftyp? Bist du eher es gibt ja so die Eule, der Delfin, Wolf. Mhm. Die Klassiken sind ja die Eule und die Lerche. Genau. Wer bist du? Ja, bei mir hat sich das so ein bisschen geändert. Ich war früher halt eine massive Eule. Mhm. Und mittlerweile ist meine Lärchenpersönlichkeit stärker geworden sozusagen. Also ich würde mich so als Mitteltyp sehen, so dazwischen im Moment, ne? Und bei mir ist es unterschiedlich so. Also ich kann morgens, wenn ich morgens direkt anfange zum Beispiel was zu machen, ne, zu arbeiten oder so, dann komme ich viel besser in den Tag, als wenn ich das spät mache. Aber abends habe ich dann zum Beispiel die besseren Ideen oder so, bin dann irgendwie kreativer vielleicht und kann mich da besser austauschen. Also das ist so, abends bin ich, vormittags bin ich eher produktiver, ne? Und abends bin ich eher sozusagen kreativer. Ja. Und das baust du quasi auch beruflich dann so für dich ein, dass du die Zeit noch nutzt. Genau, also zunehmend, ne? Also bin ich jetzt, also dass ich abends dann schaue, dass ich eben mich dann nochmal von meine Mindmaps setze oder eben vor meinen Notizbücher, oder auch lese dann eben, ne? Ich finde, Lesen ist auch was Kreatives, man stellt sich ja auch was vor dann, ne? Dass man diesen Raum jetzt eben vergrößert, ne? Und Austausch, dass man nochmal telefoniert abends mit jemandem, finde ich auch toll. Also hat man nochmal, kann man sich entweder zu Inhalten austauschen oder einfach mit der Familie, ne, dass man nochmal so ein sozusagen so was für seine soziale Seite tut. Solche Dinge. Ja, das bekommt mir da gut an der Stelle.
Wenn jetzt jemand sagt, okay, Ernährung klingt ganz gut, Bewegung, boah, tue ich mich vielleicht noch schwer. Was sind denn so aus dem Gespräch jetzt deine drei Haupttipps? Die kannst du wiederholen, aber auch vielleicht neue hinzufügen. Drei Haupttipps, um das Gespräch langsam abzurunden, so eine Quintessenz rauszubekommen, um seinen Moon Express in Gang zu bekommen. Weil es sind ja viele Basics, die du gerade genannt hast, die gerade viele wissen, aber wie kann ich das in den Alltag umsetzen? Da haben wir jetzt schon ein paar Sachen genannt, wie das geht und wie wir beide das machen. Aber kannst du nochmal drei Tipps nennen, um das entsprechend zusammenzufassen? Ja, das ist immer so schwer, ne? So diese drei auf, dann zu finden auch tatsächlich. Aber ich werde mich jetzt gerne daran versuchen nochmal, dass man so eine Essenz daraus auch bekommt. Also ich würde einfach mal sagen beim Thema, also man, alles fängt an mit einer bewussten Entscheidung für etwas erst einmal. Ja, und das sollte eben etwas sein, jetzt in dem Kontext, wenn du eben weißt, du bist oft krank, wenn du ja einfach müde bist oft, wenn du sozusagen nicht leistungsfähig bist, ja, also sprich dein Immunsystem vielleicht daueraktiv ist und nicht eben entsprechend reguliert werden kann, dann würde ich erstmal den Entschluss treffen, selber dafür einzustehen, jetzt Verantwortung zu übernehmen und sozusagen ja zu sagen zu etwas Neuem. Ja, weil das ist für mich ganz wichtig, dass man da so ein Commitment auch macht mit sich selber. Ja. Und da ist, glaube ich, immer ganz wichtig, dass der Nutzen muss immer viel höher sein als das, was es nachher kostet, sozusagen. Ja. Also Nutzen, Kosten. Mal einfach einen Zettel nehmen, aufschreiben, was würde mir das alles nutzen, wenn ich das und das jetzt mache, wenn ich mich gesünder ernähre, wenn ich jetzt mich besser bewege, ja, wenn ich mehr schlafe. Was würde mir das bringen in meiner Zukunft? Ja, vorausschauend. Das ist ganz wichtig. Und die Kosten dafür, was, wenn umso genauer du weißt, was du willst, ja, was du ja vorhin auch gesagt, sozusagen umso mehr der Nutzen hervorsticht, umso kleiner werden dir nachher auch die Kosten erscheinen. Das heißt, ja, das, was du nachher wirklich dafür tun musst. Ja. Das würde ich am Anfang immer machen und halt ein Ziel natürlich damit verbinden. Ja. Das ist also wirklich dieses, nimm dir das Blatt Papier, mach eine Linie in der Mitte, Nutzen, Kosten, Ziel vielleicht noch drüber und schreib mal was auf. Schreib es einfach mal auf. Es macht einen riesen Unterschied, wenn du was zu Papier bringst, als wenn du das im Kopf hast, nur im Kopf hast. Ja. Mhm. Das wäre so Punkt 1 für mich. Punkt 2, wenn wir bei der Ernährung sind, würde ich halt, wenn du noch nicht Intervallfasten probiert hast, würde ich dir Intervallfasten ans Herz legen. Also ja, hör dir die Folgen oder den Bericht von Carsten dazu an. Hast du, glaube ich, schon eine Folge zu gemacht. Ne? Intermittierendes Fasten habe ich schon eine Folge gemacht. Kann ja. Ich aber, du hast ja auch Beiträge drüber geschrieben, kann genau. Ich gerne auch in die Shownotes, also schaut da rein, ja. Da findet ihr mehr Querverweise, was wir auch erwähnt haben, auf genau. Unsere Blog-Verlinks, auf unsere Blog-Verlinks, ja. Auf unsere Blogs ja, ja. Verlinkt, so rum. Ja, cool. Dass du dich da noch näher belesen kannst. Ja, genau. Also das halte ich für den größten, oder das ist mit die größte Benefit, den ich in den letzten 8 Jahren so für mich entwickelt habe. Also das würde ich ganz nach vorne stellen tatsächlich, damit mal das mal auszuprobieren. Und ja, dann eben zu gucken im nächsten Schritt, was, ja, wo habe ich jetzt vielleicht, wo habe ich jetzt noch sozusagen, ja, den meisten Defizit oder wie soll man sagen, dass die größten Lücke zwischen dem, wie es vielleicht ist und dem, wie es sein soll oder könnte. Mhm. Und dann das sozusagen dann als nächstes zu nehmen, dabei Bewegung, ganz klar, nimm den Alltag als Bewegungsherausforderung ernst, denn da kannst du schon sehr, sehr viel Boden gut machen und nimm den Schlaf ernst, leg dich früh genug ins Bett und genieß den Schlaf. Waren jetzt 4 Tipps, aber. Letztendlich, es waren wahrscheinlich jetzt über 50 Tipps innerhalb der Folge, wie man seinen Immunexpress in Gang bekommt, aber auch weiterfahren kann. Und wenn jetzt jemand möchte oder sagt, ey, ich möchte meinen Immunexpress aber noch schneller fahren lassen, bitte nicht gleichsetzen mit, ich booste mein Immunsystem, fragt mal die mit der Autoimmunerkrankung, die wissen, was ein geboostetes Immunsystem ist. Wenn jetzt jemand sagt, Christian, das, was du erzählst, das fühlt sich so schlüssig an. Wo kann ich dich denn finden und was kannst du mir gegebenenfalls Gutes tun? Ja, also man findet meine Internetpräsenz auf unserem
Blog Principaleo, bin jetzt aber auch gerade dabei, noch eine neue Seite aufzusetzen, wo man dann unter meinem Namen, also Christian College, einfach mal bei Google eingeben, dann wird man Informationen finden. Und man kann mich dann auch per E-Mail gerne anschreiben, wenn da ja Kontakt gewünscht ist zum Thema Coaching, was man dann eben online dann eben machen kann oder eben, ja, wenn es in der Nähe ist, auch gerne live. Genau, und ansonsten veranstalte ich jetzt seit 2,5 Jahren Paleo-Retreats. Ja, das sind Wochenenden, an denen wir so uns insgesamt mit dem ganzen Lifestyle auseinandersetzen, aber eben auch zunehmend eben, sagen wir mal, das auch von dieser Überschrift Paleo ein bisschen wegnehmen. Das heißt, oder anders gesagt, Paleo-Retreats ist für mich sozusagen die Essenz. Ja, ich beleuchte diesen Begriff da einfach nochmal anders. Also keine Religion, sondern eben ne, individuellen Herangehensweise, ja, die sozusagen deinem Ziel dient. Und da nehmen wir halt ja verschiedenen Orten Deutschlands, treffen wir uns da in der Gruppe und da kriegst du dann das volle Paket aus Theorie und Praxis. Leider ist es dieses Jahr, ja, aufgrund der Corona-Situation muss es leider ausfallen vorerst, aber da wird in der zweiten Jahreshälfte nochmal was kommen. Genau, da kannst du auch auf paleo-retreat.de schauen. Ja, und das wären so die Möglichkeiten. Findet da alles in den Shownotes und in der Videobox. Einfach direkt bitte draufklicken und euch die Sachen anschauen und mit Christian Kontakt aufnehmen. Würde mich sehr freuen, weil ja, da steckt viel Fleiß und Arbeit dahinter, auch auf der Seite principaleo.de. Da gibt es wundervolle Artikel, auch Rezepte habt ihr, ne? Die ihr zur Verfügung stellt. Also man kann sich wirklich inspirieren lassen, aber auch in die Umsetzung kommen. Mhm. Christian, genau, ja. Ich danke dir vielmals für deine Zeit und auch für die Einblicke, wie du es praktisch machst in die Facetten der Gesundheit. Und ja, vielen Dank. Danke dir für deinen tollen Podcast und dafür, dass ich da teil sein durfte jetzt. Mach weiter so, das ist ein richtiger Mehrwert und vielleicht sehen wir uns dieses oder nächstes Jahr mal wieder live auch, würde mich freuen. Mich auch. Und also Hannover ist ja, na gut, Leipzig, Hannover ist ein Stückchen. Geht noch. Aber geht. Wenn wir wieder uns auf 1,50 Meter, 2 Meter nähern können. Auf jeden Fall. Dann komme ich auf die alle Fälle rum. Christian, alright. Vielen Dank an die Zuschauer. Teilt bitte den Podcast und das Video, wenn ihr mehr über natürliche Gesundheit erfahren möchtet. Auch von Christian, schaut in die Shownotes und dann soll es das gewesen sein. Wunderschönen Tag. Danke dir, Christian. Ciao. Ciao. Hi und vielen lieben Dank für dein Vertrauen und deine kostbare Zeit. Mit dem Podcast von Functional Basics schiebe ich meine Gesundheitsrevolution Gesundheit ist für alle da. Weiter an. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann bewerte meinen Podcast gerne bei iTunes. Du hast kein iTunes? Kein Problem. Mach einen Screenshot vom Podcast und teile diesen gern in Social Media, wie zum Beispiel Instagram und verlinke mich mit @functional.basics und nutze den Hashtag Gesundheit ist für alle da. Teile gerne den Podcast und Gesundheit mit deinen Freunden und Bekannten. Warum? Gesundheit ist für alle da. Du hast Anregungen für weitere Folgen oder Fragen? Dann schreibe gern an info@functional-basics.de mit dem Betreff Podcast und ich melde mich sehr gerne bei dir zurück. Du wünschst dir mehr Gesundheit, Lebensqualität und Performance im Beruf und Leben? Dann unterstütze ich dich als Coach sehr gerne. In den Shownotes findest du einen Link, wo du dein kostenfreies Beratungsgespräch mit mir vereinbaren kannst. Du bist Unternehmer, möchtest mehr über die Gesundheit und Performance für deine Mitarbeiter erfahren oder organisierst Events? Als Speaker und Trainer gestalte ich für dich interaktive und abwechslungsreiche Seminare, Workshops und Vorträge rund um artgerechte Gesundheit und Performance. Du möchtest von zu Hause mehr über deine Functional Basics erfahren? Dann melde dich für meinen kostenfreien Functional Basics Guide an und erhalte noch mehr Einblicke in die Welt natürlicher,
artgerechter Gesundheit und Performance. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Dein Carsten.